So, hallo, seid mir gegrüßt, alle zusammen, die jetzt gerade zuschaut. Und zwar heute habe ich einen kurzen Tipp. Und zwar für die GoPro 2. Aktuell filme ich mich gerade mit der GoPro 3 Plus und die GoPro 2 hier nutze ich immer noch. Und zwar habe ich sie hier, ich habe mal so einen Schutzdeckel von drauf gekauft, das macht sich sehr gut. Und hier ist sie. Und das ist immer noch eine sehr gute Kamera. Und die nutze ich halt mit, auch als Stereokamera. Das Problem war immer an der Kamera hier der Ton. Also der Ton klang immer total schrecklich. Der 3 und 3 Plus hatten das verbessert. So, das schalte ich mal ein. Und hier habe ich eine gute Lösung gefunden, wie man den Ton kaschieren kann, nämlich ein Mikrofon. So, wir hören uns jetzt den Ton einfach mal an von der Kamera. Und zwar habe ich hier auch schon so ein Gehäuse, wo man an der Seite Anschlüsse anbringen kann, ohne dass man die Kamera aus dem Gehäuse herausnehmen muss. Und vorne hat man auch die Schutzlinse drauf. Aber man kann halt schön an der Seite ran. Ja, wenn wir uns den Ton jetzt anhören, klingt halt total schrecklich. Ich mache es lieber gleich mal aus. Oh, stoppe die Aufnahme. Ja, dann habe ich bei eBay so externe Mikrofone gesehen. So habe ich mal das hier, Speedlink, zugelegt. 5-6 Euro mit einem 3,6 Klinkenstecker. Ja, und kann ich euch gleichzeitig so. Kann ich mir hier den Stecker nehmen und hier habe ich einen Mikrofonanschluss, hier USB und hier TV-Anschluss. Ich stecke den einfach hier rein. Jetzt werden wir uns mal die Aufnahme anhören. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Und er hört, das ist alles viel besser. Ich kann das Mikrofon sogar ein bisschen ausrichten. Alles prima Sache. Okay, also wie gesagt, Kamera nicht wegtun, externes Mikrofon kaufen. Und los geht's mit dem Film. Okay, bis zum nächsten Mal.